Also klar, Georgina. Ha! Georgina, wir fahren jetzt los, ne? Stunde 43 müssen wir jetzt fahren. Und ja, lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall kochen wir schön die Gedenknudeln mit Gulasch, so wie das sein soll. Gulasch muss nicht sein, hat er gesagt. Bevor ich dann wieder vergesse, kann immer mal passieren, ich vergesse dann wirklich tatsächlich. Ich finde es auch mal, das ist arm. So, mal gucken, wo wir jetzt überhaupt herfahren müssen. Ich weiß ja gar nicht. Ja, Freunde, wer sie nicht kennt, die Gladbecker Straße. Halleluja, die 224, die geht von Gladbeck nach Essen rein. Eieiei, das ist ja viel befahrene Sträßchen hier. Ne? Richtig was los hier und deswegen melde ich mich gleich wieder, wenn wir die Autobahn erreicht haben. Ich weiß nicht, der schickt mich bestimmt über die 3. Und Spaß dabei. Da ist der Kirmesplatz. Da war früher mal Kirmes. Heutzutage ist da keine Kirmes mehr. Da stehen ganz viele Wohnwagen. Da ist aber auch kein Campingplatz. Nein, Freunde. Kann man so nicht sagen. Ja, gut besucht, ja. Zum Glück sind wir aber frühzeitig dann auch hier wieder weg. Und aufpassen, ich stehe immer öfter Polizei, wenn ich aber filmen will. Aber filmen darf ich ja. Ich mache ja nichts. Ich bin ja angeschnallt. Dahinter ist der Gruger Park. Na, da gehe ich mal spazieren. Und dahinter, da ist das Gruger Bad. Das ist auch ein ganz tolles Schwimmbad. Da geht Georgina immer schwimmen. Ja, aber nur im Bikini. Ja, Freunde, der Rasthof Hösel. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Da waren wir früher immer als Jugendliche und junge Heranwachsende, als junge Wilde. Da sind wir nachts immer hingefahren. Und zum Kaffee trinken. Ja, da hat man sich getroffen. Ja. Das war ja auch immer eine lustige, coole Sache damals früher. Mit den Scirocco's und GTIs. Opel Ascona, Opel Manta. Ja, Halleluja. Aber sowas von. Freunde, wir sind jetzt auf der A3. Ja, auf der A3 ist aber nie der Spaß dabei, ehrlich nicht. Weil die A3, ich weiß nicht, solange man eigentlich denken kann, ne, ist in meinem Fall manchmal nicht ganz so, ne, ja, haut er nicht ganz so hin, aber tatsächlich, der Ding ist eine Baustelle vor dem Herrn, ehrlich. Meine Fresse, ne, an dieser Autobahn wird nur gebaut. Nur gebaut, nur geschraubt und hast du nicht gesehen. Naja, ich will euch nicht mit solchen Lappalen hier langweilen, Freunde. Deswegen melden wir uns dann gleich wieder. So, ich sag mal so, in einem Stündchen vielleicht. Und ich hätte Bock, zwischen mir noch so einen Kaffee reinzutröten, ehrlich. Ich war heute Morgen bei McFit, habe anderthalb Stunden Beine trainiert. Ja, Georgina hat gesagt, wäre gut. Georgina ist übrigens eingeschlafen, schläft. Nee, aber was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich es dann nicht mehr. Jetzt habe ich wieder selbst aus dem Konzept geredet. Verdammt nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Fällt mir gleich wieder ein, dann melde ich mich wieder. Boah, Freunde, hier 18 Minuten und wir kämpfen uns durch das Siebengebirge. Ich weiß jetzt im Moment gerade nicht, worauf ich mich mehr freue. Darauf, dass ich endlich mal das Haus von der Ludolfs da sehe oder ob ich endlich was an der Gabel kriege. Ich weiß es nicht. Freunde, endlich sind wir runter von der Autobahn. Jetzt gerade, zack, pow. Ausfahrt jetzt hier. Von hier aus sind es jetzt noch 7 Minuten. Oh, da vorne geht er gleich scharf links. Schöne Gegend hier. Was für ein schön verträumtes Fleckchen hier, sag mal. Alter! Ja, Sternbach. 30, dann fahren wir auch nur 30. Was ist denn hier? Halt mal. Geht aber auch nicht mehr so. Und das vielleicht schon Lost Places? Jetzt gucken wir mal hier weiter. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Freunde, hier. Wir halten jetzt hier auf ganz entspannt an. Wie geil ist das denn? Tatsächlich. Alter Schwede, wie oft hat man das im Fernsehen gesehen, ne? Die Ludolfs, die 4. Ja, jetzt nur noch 3. Ne? Günther ist ja schon
vorzeitig ist er verstorben. Er hat ja immer Kaffee und Koffein, war ja seine Lieblingsnahrung. Nachdem seine Frau verlassen hatte, hat er das alles nicht mehr so ganz verkraftet. Aber die anderen Burschen hier, Peter, Uwe und Manni, also schon echt eine Hausnummer für sich. Ja, und da habe ich mir gedacht, Mensch, fährst du einfach mal hier runter, guckst du dir mal an, finde das einfach mega geil. Ist ja kein Lost Place oder sowas, um Gottes Willen. Ja. Also kommt nicht auf den Gedanken, das wäre ein Lost Place oder was. Im Gebäude sollen auch Kameras hängen und so, ist auch alles selbstverständlich. Das liegt hier so richtig Schmuck, so schön, so. Hier sind so ein Familienhäuschen und so. Denkt man sich gar nicht, dass das in so einer Gegend jetzt hier liegt, so. Weiß ich nicht, ja. Das hier vorne, hier standen auch immer die Autos so budgetiert, aber die standen hier immer so längs. Und da Ersatzanlage, Autoverwertung, Ludolf, Horst und Marianne. So geil. Ah, Mensch, wäre ich da gerne mal hier gewesen, als die ganze Geschichte hier noch, ja. Als das noch alles so tatsächlich so war, so, weißt du, wie ich meine? Der Zaun hier, der ist hier offen. Da ist auf jeden Fall Musik. Ja, da sind die Gedächtnishallen, ne? Also so sieht es dahinter aus. Ha! Die Musik kommt von links, Freunde. Hier vorne stehen noch ein paar alte Türen. Ich glaube, das gehört auch noch hier zum Gelände. Ah, ich weiß nicht, ey. Weil das ist ja kein Lost Place in dem Sinne, ne? Komm mal hier, schön hier. Da siehst du da oben, da sind noch die Sachen drin. Und ja. Da hat der Peter dann immer gerufen, ne, hallo, na hier, Essen ist fertig. Manni, Uwe, komm essen. Ach Mensch, sind Kameras da oben. Nee, ich gehe nicht auf das Grundstück drauf, das wäre auch, weiß ich nicht. Ich gehe mal hier so hoch, hier mal gucken. Alter. Da, Kundeneingang. Das hier hat der Peter nämlich dann gerufen hier. Manfred, Uwe, komm essen. Da sind tatsächlich noch Sachen. Siehst du da hinten, da stehen noch ein paar alte Autos. Da ist noch ich glaube da hinten, da ganz hinten, der fällt so ein 123, ist ja nicht dieser Leichenwagen oder so? Ich glaube ja, ne? Krasse Sache. Ja, ich würde schon gerne, aber mich juckt das natürlich extremst, ne? Weil ein Zugang wäre da, aber die Kamera, die zeigt direkt dahin und hier ist hier sind alles Kabeln und so und ne, das machen wir nicht. Sie hier ist auch keine Klingel mehr. Oh, guck mal hier, die Tür, die war aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr auf, ne? Das ist noch die alte Küche und so was ist noch da drin, aber man kann da nicht sehen. Aber es ist entscheidend. Guck mal, da haben sie es richtig zugemacht. Haben sie da oben, es ist verschraubt da oben. Da hängen noch zwei Schilder hier, die kann ich euch einblenden, die habe ich gerade fotografiert. Das sieht auch so cool aus da oben, diese Weihnachtsdekoration. Ne? Und dann könnt ihr euch daran erinnern, die ihr das gesehen habt und kennt. Wenn dann jemand geklingelt hat, ist der Güni, ist dann aufgestanden. Ne? Oder wenn jemand angerufen hat oder so, hat dann gerufen. So, zack, pow. So ist jemand da. So, dann, wurde die Tür wieder zugemacht. Ne? Und dann kam der Peter dann und dann wurde dem Peter Bescheid gesagt, ja, hier von wegen da, das und das Ersatzteil, dann ist er losmarschiert und diese Berge von Ersatzteile, Freunde, diese Berge von Ersatzteile. Und der Mann wusste genau, wo er was zu finden hatte. Er war unglaublich, absolut unglaublich. Klar, da war alles so nach seinem Schema sortiert, ne? Aber der wusste ganz genau. Zack, boah, für das Auto, das Modell, ne, die Baustelle, mit seinem Schleppkissen rauf auf die, weiß ich nicht, Ersatzteile und hat genau das Passende rausgefunden. Schon echt einzigartig. Und deswegen kochen wir uns jetzt gleich hier die leckeren Nudeln mit Gulasch, wie der Peter auch immer für seine Brüder gekocht hat. Einfach nur so, weil das Spaß macht, weil das Bock bringt. Und hier hinter mir
Da stand auch mein Auto drin. Hier vorne standen auch immer die Autos, auch immer so amerikanische Autos, so alt und so zum Fertigmachen und zum Verkaufen. Und haben sie schon so abgestützt, alles ist so da hier hinter mir. Hallo Ludolfs. Alles eingestürzt. Ja. Könnt ihr die Musik hören, Freunde? Könnt ihr das hören? Was ist das, Freunde? Haut das jetzt in die Klüngel, verdammt, in die Kommentare rein. Das ist ein Klüngelskerl. Freunde, wer kennt einen Klüngelskerl? Muss sie denn zum Städterle hinaus? Und du, mein Schatz, bleibst hier. Oder? Das ist tatsächlich ein Klüngelskerl. Also jetzt kommt er hier vorbei. Ja, sehr. Mega. So, wir schnappen uns jetzt erstmal die Utensilien, die wir brauchen. Jetzt geht er weiter. So. Wir brauchen auch noch ein bisschen Gas und den Kocher dazu. Tisch brauchen wir nicht. Aber hier haben wir Gas und wir haben den kleinen Kocher hier. So, Freunde, jetzt hier. So, 3, 4. Jetzt brauchen wir jetzt noch ein bisschen Wasser. Ne? Wir machen ja keine Riesenportion. Ich bin ja alleine. Oh, Sardine. Zack, Pudel reicht jetzt hier schon mal erstmal. So, ich nehme jetzt erstmal hier ab. Wir könnten natürlich auch auf ganz entspannt uns da in ein JT-Mobil setzen, aber nein. Wir genießen noch ein bisschen das Wetterchen hier. Hier, der Angelschuh vom Hannes. Neue Startschwierigkeiten. Der Peter, der tut nämlich die Nudeln schon rein, nicht wie bei den Italienern, sondern wie beim Peter. Die kommen schon in das kalte Wasser. Aber ein bisschen Salz kommt mit rein. Warte. Upsala. Du, ne? Zack. Freunde, ich hoffe, Mama Miracoli und Papa Carbonara können das verzeihen, dass wir jetzt die Nudeln hier in kaltem Wasser anbraten. Hätte ich jetzt schon fast gesagt. Na, aber wenn der Peter gemacht hat, dann machen wir das auch. Eieiei, oh, das ist ein bisschen zu nah. Da gibt es dann nicht nur gekochte Nudeln gleich. Also. So ist das Ganze schon ein bisschen ungefährlicher, sagen wir mal. Hier, pass auf. Wir haben extra der Mama Miracoli die Holzlöffel hier. Aus Original Italia. Ne, der ist aus Rumänien, ist ja. Ja, hat Kätzleinchen mitgebracht. Kätzleinchen ist zurzeit ja auch wieder in Rumänien. Und da werden wir auch bald mal hinfahren. Ach du Minimo. Ich hätte ja lieber gerne mit dem Peter zusammen so gekocht. Also richtig so was Schönes, weißt du. Der hat ja nicht nur Nudeln gekocht, also größtenteils. Ne? Der Manni und der Uwe, die haben sich ja immer beschwert und so. Ne? Nach dem, weiß ich nicht, 7. Mal Nudeln hintereinander. Aber es gab mal Nudeln mit Gulasch, dann mal Nudeln mit Bolognese und dann gab mal Nudeln mit Gulasch und Bolognese. Aber Manni hat auch irgendwie so, sag ich nicht, so Nürnberger Würstchen gebraten und so was alles. Ich glaube, er hat auch schon mal Koteletts gemacht. Also richtig, aber richtige Koteletts, ne? Für Männer. Und dann haben sie auch schon mal draußen, haben sie auch schon mal hier so, ne? Hier, Survival kochen draußen. Oh, meine Kamera sagt mir, die sagt mir irgendwas Bescheid. Freunde, wir reden jetzt sofort weiter. Wir haben das Problem mal eben kurz gelöst. Ne? Kurz ausdiskutiert unter Männern. Ja, wir haben nur einen Akku reingetan. Freunde, jetzt, wenn man den Löffel, ne, den Holzlöffel hier auf den Deckel ranlegt und du kochst Nudeln oder so, ne, du legst ihn auch hier so drauf, ne, sprudelt das Wasser nicht über. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Aber jetzt wollen wir uns hier die wichtigen Dinge. Ne? Also, Peter hat gesagt, auch wenn das Fleisch in der Dose ist, das muss frisch sein. Ich habe so einen Kohldampf, ne, Freunde. Ich hätte hier echt gerne, wer hat hier die, ne, also, ne, macht mal hier. Ruf mal den Peter Ludolf an und sag, komm, wir treffen uns, treff dich mal mit dem Jack Silver und komm mal draußen bei dir
oder da hinten auf dem Platz oder in der alten Küche. Aber ich kenne die Verhältnisse ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie das hier sein wird. Ne? Aber ne, wäre doch mal eine tolle Sache gewesen. Überall koche ich mit dem Mann Nudeln. Ja. Ne? Also, was wollte ich sagen, Freunde? Achso, so jetzt hier. 7.3.26. Kann man das erkennen? Das heißt, wir werden dem gerecht, das Fleisch ist frisch. Ja, also das werden wir auch. Ach, was auch wichtig ist, ne? Aber das machen wir erst gleich, wenn die Nudeln, die müssen erst noch ein bisschen hier und dann geht es weiter. Wir stellen schon mal den Topf daneben. Und Gina hat gesagt, ne, aber zügig jetzt. Ziemlich zügig. Jetzt soll er die Nudeln kochen. Also, ein bisschen haben wir noch Zeit und können das hier noch so ein bisschen genießen alles. Jetzt wird hier auch alles so ziemlich ruhig. Ich will ja auch nicht so viel Krach machen oder so. Weil, ja, ist alles so ein bisschen gediegen hier. Und, aber das sieht schon so schön, ja. Es sieht eigentlich richtig schön Lost Place technisch aus, aber das ist es ja nicht. So, Georgina, wie sieht er denn aus jetzt hier? Also riechen tut das lecker, Georgina? Boah, so jetzt kommt das erstmal schön alles da rein. So, weil jetzt noch ein bisschen Nudelwasser mit drin ist, kann der Gulasch jetzt noch so ein bisschen schön da einkochen. Ja. Und zwar muss man aber vorsichtig sein, wenn man das umrührt, sonst geht der ganze Fleisch kaputt. Den Trick habe ich von Peter. Hat er nämlich immer gesagt, vorsichtig umrühren, weil sonst geht der Fleisch kaputt und dann schimpfen die Jungs. Ich weiß nicht, ob der Peter das auch gemacht hat. Wir werden das noch ein kleines bisschen würzen. Ja, ich bin ne Kind aus der Sonne, Kind aus dem Ruhrpott. Ich muss da Maggi dran tun und ein bisschen scharfe Paprika. Ich glaube, das ist scharfes Paprika. Da steht Dus steht da drauf. Das habe ich mal in Frankreich gekauft. Ich glaube schon. Georgina ist auch gerne scharf. Oh, wir müssen umrühren. Alles unter strenger Kontrolle von Georgina. Und Georginas Blickwinkel, verstehst du? Wie der jetzt kommt. Ja, ich heb da nur vorsichtig unter Georgina. Aber irgendwie muss ja die Soße überall dran kommen. Liegt schon seit, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr im Auto. Wird nicht schlecht. Leichten Gestäub. Ah. Unter den strengen Augen von Peter, da oben ist er. Ja, nein. Genau, da haben wir die richtige Stelle ausgesucht. Lassen wir das jetzt noch ein bisschen einköcheln. Dann genießen wir das, Freunde. Ja, so, jetzt sind wir hier. Hier hätte der Peter hier, ne? Und der Manni und alle, aber es ist keiner da. Das ist gar kein richtiges, das ist nur die alte Türe, ne? Ja, Post, aber keiner da. Wir hätten sie ja gerne auf einen Löffel Nudeln eingeladen. Hätten wir sogar eine große Portion gekocht. Aber nichtsdestotrotz, Freunde. Boah. Oh, wo ich da draußen. Georgina meckert, weil ihre Portion noch nicht hat. Ja, Georgina hat gesagt, die möchte hier essen. Ne, da.
am Kundeneingang, die möchte hier aufpassen und hat gesagt, die möchte sich die schönen Autos dabei angucken, währenddessen jetzt hier der leckere Gulasch ist. Kann man verstehen. Jetzt hat die mir aber nur noch 3 Löffel übrig gelassen. Jetzt hat kurz mal nicht hingeguckt, 2 Fotos gemacht. Georgina ist jetzt beleidigt, hat sich umgedreht. Eieiei, sie sind da. Ich will mit der Sache jetzt hier nichts mehr zu tun haben. Von wegen. Ah. Eieiei. Richtig die Stimmung da drüben bei den Jungs. Mal gucken. Ich nehme Peter nicht irgendwie an Start kriege. Da würde ich echt gerne mal mit ein Video machen. Ich mag den. Ich mag die alle. Aber Peter kocht. Der Uwe ist ja so. Ne? Alter, der Leichenwagen, ich glaube, der steht da hinten sogar noch. Und den hat er sich ja fertig gemacht damals. So, die so mit Plüsch da drin und so was alles. Und dann hat er irgendein Cabrio. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Cabriolet gewesen ist. Also damit hier glaube ich, im Dorf hier, weil sie zur Eisdiele gefahren. Weil hier ist ja schön Cabriolet, Eisdiele, Mädchen gucken und so. Ja. Ja. Mhm. Und der Manni. Und der hat ja echt diesen. Ja, Manni kann toll malen, finde ich. Und alle können so gut Autos schrauben, weil ich nicht kann. Malen kann ich auch nicht. Hm. Ja. Krass. Er hat mir da sowas von anders vorgestellt, die Gegend, wo das Häuschen hier steht. Freunde, Pappe satt. Ah. Natürlich räumen wir jetzt erstmal noch ein bisschen auf hier. Ne? Lassen ja nichts hier, was nicht hier gehört. Ne? Unser Müll, alles da, klar, logisch, wird alles mitgenommen. Psst, guck mal hier, da. Schon eingeschlafen. Ach du je, dann muss ich aber leise sein, mein Freund. Zappalot, Freunde! Hey, und wir schalten ein Licht an, dann ist es besser. Ach, Freunde! So, wir sind ja an so einem Plätzchen angekommen. Und ja, schauen wir jetzt mal. Dort werden wir jetzt nächtigen. Also Gina, die können gleich nochmal hier draußen. Gina mag die nicht, die nennt den Pommels. Bommels heißen die. Hm. Ich mag diese Dinger auch nicht. Die sind so. Ja, das, ich mag es ja nicht, aber na, gibt besseres. Die lösen sich sofort so auf. So. Die lässt auf die Zunge, dann lösen die sich auf. Die sollen nach Käse schmecken. Hat der Ketzereinchen noch gekauft? Ja, Ketzereinchen, wie gesagt, ist in Rumänien. Schickt euch schöne Grüße. Hm. Hm. Ja, man kann es essen. Ich stehe so am Hafen. Okay. Da wollen jetzt hier noch ein paar Jugendliche. Aber egal. Lass sie machen. Hm. Oh, habt ihr schon gesehen? Oh ne, habt ihr noch nicht gesehen. Ne? Guck mal hier, ziehst du die Schublade raus aus dem Tisch. Machst du die hier hoch, da hast du die Schublade drunter. Alter. Was ist denn da draußen los? Sag mal. Jetzt wird aber schön warm, würde ich mal sagen. Ne? So, weil der Tag so gut gelaufen ist, nehmen wir die Zack-Bautasse. Jetzt haben wir genau eine Tasse geschafft hier. Ich schlumpf die Schnauze hier. Und fertig. Dachte, du wolltest aufhören. So, ich mach das nochmal kurz leise, Freunde. So, da oben hängt das kleine Lämpchen. Das ist cool, dieses Teil. Das ist auch gleichzeitig so ein Mückenvernichterfänger da. Habe ich schon 7 Mücken gefangen mit. Ach, Freunde, jetzt geht das hier nämlich schön in das Bett. So, ne, in das Schlafsäckle. Regina sagt, sie möchte noch was zu essen haben, aber gibt heute nichts mehr. Außer ein paar Chipse. So, jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen das Filmchen da an. Und auf ganz entspannt. Und Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ne? Haut rein. Bis morgen. Ach, Freunde, wir haben jetzt mittlerweile 2:30.
es gibt nicht nur Abunternehmen Pannemann, es gibt auch hier Pannemann. Pannemann und Söhne mit ihren Autos. Junge, 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 Junge. Die Schwachmaten. Es scheint wohl hier eine beliebte Ecke zu sein. Die drehen hier ihre Kreise, mal Beschleunigungsrennen, was weiß ich nicht, rauf und runter. Hat keinen Sinn, hier kannst du nicht pennen. Und hier stehen noch so 3-4 LKWs. Die haben Jungs, die tun mir leid, die sind morgen, nee, die haben morgen frei, aber trotzdem. Junge, Junge, was für Schwachmaten, ey. Naja. Kann man nichts von ändern. Ich werde auf jeden Fall hier nicht weiterstehen, weil bisher alle 10 Minuten bisher irgendwie aus dem Schlaf gerissen, den du gar nicht findest. Und wir sehen uns morgen an anderer Stelle wieder, Freunde. So. Und wir werden den nächsten Idioten. Freunde, in diesem Sinne, bis nachher. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, Freunde, hier wurden die Kreise gedreht. Ich mach mal Licht an. Echt, wie die Schwachmatenköpfe, ey. Heide Witzka. Stell dir vor, der verliert die Kontrolle über sein Scheißauto und säbelt einem hier rein oder was weiß ich nicht alles. Naja, in diesem Sinne suchen wir uns jetzt ein anderes Plätzchen, Freunde.